Yo Leute, willkommen zu einem neuen ultimativ epischen Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Story von Wolfenstein, The New Colossus. Natürlich komplett unzensiert bedeutet kein Regime. Hier gibt es kein Regime. Nein, wir vernichten Nazis. Und wer damit ein Problem hat, der muss leider gehen, denn ich bin Nazi-Vernichter. Und nein, Nazis sind keine Randgruppe, die irgendwie beschützt werden muss vor der Gesellschaft. Also ja, alles im Englischen. Alles unzensiert, alles blutig, alles komplett gegen jede Politik, ist mir aber vollkommen egal. Und ich weiß, das Let's Play startet ein bisschen später. Der Release, der ist jetzt 2-3 Tage her, ist doch kackegal. Ich hatte noch andere Sachen zu erledigen. Entschuldigung. Aber wer auf der Seite ist vom guten alten Nazi-Vernichter und wer damit zurechtkommt, der sollte dieses Let's Play unbedingt bewerten. Denn jede Unterstützung ist wichtig. Und wir starten jetzt mit einem neuen Spiel. Wir können wählen zwischen Can I Play Daddy? Don't Hurt Me. Bring 'em on! Do or die, der Terror-Billy, und ich bin geil auf den Tod. Und ich find's geil, wenn man hier ganz schnell durchgeht. Guck nur auf das Gesicht. Achtung. Der Zerfall. Ich bin ein Baby. Das ist eigentlich mein Leben. Ich kam auf die Welt, jung und unschuldig. Dann war ich schockiert, wie die Welt da draußen ist. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, das krieg ich schon irgendwie hin. Dann habe ich gelernt, alles klar, ich brauche Eier. Dann bin ich irgendwann wahnsinnig geworden und so sehe ich aktuell aus. Das ist jetzt ungefähr so mein Gesicht, wenn ich Let's Plays aufnehme. Gut, legen wir los. Ich bin gespannt. Wir spielen auf Do or Die. Das klingt irgendwie am spaßigsten, oder Terror Billy? Alles klar, legen wir los. Bewerten. It's agony to dream like this and wake up to reality. Fergus Reed, one of the old guard. You're still breathing, you jammy bastard. Hey, you're tough as they come, you know. Jesus Christ. Hey, doggy! Catch! Private Wyatt, good kid. See you on the flip side, Captain. General Deathhead is nearer to us now than he's been in years. We eliminate the general, we cut the head off the Kraut war machine. That's him, isn't it? That's Deathhead! Help me make a choice. Is Luke to the one you would have me dissect? Thought I'd seen it all, but I've never seen true cruelty until now. Oh, be the same. W takim razie trafi do zakładu psychiatrycznego. I think I see someone. Her name is Anya. She takes good care of me. It's 1960. The USA, they surrendered 12 years ago when Nazi atom bombed their country. On a train to Berlin. Ich bin Obersturmbannführer Engel. Sehr schöne arische Züge. BJ Blazkowicz. Caroline, you're alive. If you call shitting in a bag living, they think the war is over. That we are weak. Don't have the guts to oppose them. But as always, they are wrong. Seth Roth, according to official records, has been detained and sent off to a forced labor camp. You said Roth? I'm not sure yet. What do you know of Seth Roth? Your daughter should. Source of the Nazi technology, I'm here to rescue you. I hope you find what you seek, my friend. My name is Bombate. William J. Blazkowicz. Be safe out there. No one leaves my camp! Max Haas! Mr. Max! Max doesn't like violence. He doesn't want to see anyone get hurt. Das Yichud is an ancient, mystical society. We invent things. The technology, the development. Das Yichud is centuries ahead of anything you've ever seen or imagined. Take us back to Berlin, Blazkowicz. Since your old friend Frau Engel is leading the attack, Deathhead must have promoted her for her actions at the labor camp. You know what you have here, Captain? This is the Evers Hammer, the crown jewel of the Nazi U-Boat fleet. Get inside the compound, fast as you can. Wipe Death's Head off the face of the earth. Death's Head should have killed that man long ago. Got you standing. Captain, we are in position. The nuclear cannon is armed. Permission to fire? You're clear.
Your father won't be home tonight. Business over in Dallas. Oh, my boy. He hurt you so bad. Just rest and heal. I have soup and porridge. Which one would you like? Go on, Captain, make a choice for me. Okay, da wären wir. Das alte Trauma, ha? Huh? Also, wir müssen wählen. Ich habe damals, glaube ich, Ferguson gerettet, ne? Es tut mir leid, Junge. Es tut mir leid. Ich kenne das Spiel, Kumpel. Okay. Anya, what is it? I see him. Caroline, this way. William. Oh, my stupid man. Did you think we would just leave you in here? Oh, Jesus, fuck. His bloody innards are coming out. Hold him in. Put your hands there. That's not good. Get him in the helicopter. Easy, easy. One, two. Oh. A blessing to have finished the work I was put on this earth to do. Surrounded by friends that love me. You have no idea what it's like to suffer like I do. Abate, we are out. Fire! Yes, madam! He's bleeding out! Go faster! Maxos! And the great warmth washing over me. Towel. I think the sky's on fire. Please don't die. Caroline, he's dying! Press. He's turning blue. Abate, we'll need a gurney at the hangar bay. ETA 90. Death at the gates again. Howling my name. Come on in, old buddy. Sorry I made you wait. Ramel Chayevim Devot. Shegmalani Koltov. Let me show you something, Billy. My father told me if I ever had a son, I should give this to him. It is an engagement ring. It has been with our family for 8 generations. Can you imagine that, Billy? It is what they call an heirloom. When you meet someone special, you will place this ring on her finger. It is worth a lot, this ring. Oh, shit. Must be 100 damn degrees outside. Do not tell your father about this ring. He will take it. He does not know about it. You know how he is. Sophia! Mother, am I acquitted? Was I righteous and just? Good enough to witness the awe of heaven? You have no idea what it's like to suffer like I do. Oh, no. Mother. I'm going to hell. Pull, Bambata. I'll have to cut most of his intestines out. Whatever it takes, Ted, please. Stay with us, Blazkowicz. You fight through this, and I promise you everything will be all right. Kinderlach, bring me anyone for to give blood. Now! All right, listen up. You fucking two. Round everyone up and line up over here by the shake my fuck head on, you fox. Martin, here. Fierce! War! I need light! Down, keep quiet, he's coming. Sophia, he in there? No. Sophia, out of my way! He does not deserve this, you know he does not. Don't bullshit me, I saw him with her. He's young, he likes her, he does not know better. He knows goddamn well not to spend time with some dirty little nigger girl. I will not let you hurt my son, not anymore. You have no idea what it's like to suffer like I do. Oh, Sophia, every day I'm out there busting my ass, tooth and nail, getting screwed out of my earnings left and right, humiliating myself just to keep the business alive. I saw them two together, Sophia, getting sweet with each other under the poplar tree. This cannot happen! I have worked too hard for too damn long to lose my reputation because my boy is sweet on some nigger. Rip, we cannot live like this. I cook, I clean,
sent to the stables, to the field. You are not the only one struggling, Griff. You should have shut down the business when my father told you to. You are behind in everything. 3 months behind in utility. All the money my father invested, you have lost. You are playing with fire, Sophia. What are you doing? I am not the man you want to mouth off to. And you are not the man I married. I married a man who would never let his family go hungry. So help me. I will not let you hurt my son. You shut your damn mouth before I shut it for you. What is it with you damn Jews? Have all the answers, do you? Smart mouth goddamn Jew. I married you, I figured your father'd be an asset. But you just a damn millstone, sticking your nose into my business instead of handling your own. If you can't raise a boy right, I'll do it for you. Get away! You ungrateful bitch! Hiding in the closet. Make me sick to look at you. Alter, mein Vater ist ein verdammter Hurensohn. Get your ass over here. Now. You are so goddamn weak. They're gonna pick on you. They will break you. They will make you eat dirt. And what are you gonna do about it? You can't fight to save your life. Well, at least... Oh, you are fucked up now, boy. Slow your breathing, Blazkowicz. Recover your strength. Big plans are in motion. The tides are turning. The Kreisau Circle is rising. I will need you by my side when we make our move. Can you feel the kicking? Bessie, dinner time. Yeah. Yeah, you good girl. Yes, Bessie, you such a good girl. You ain't going nowhere. Whimper all you want. In life, you got to make hard decisions. And sometimes, you got to punish the animals out there. It's kill or be killed. The old and the weak are doomed. All manners of scum and sickly minds and dirty bodies and cockroaches doing everything in their power to rob the white man of what he's earned. It's on us to straighten out the queer. It's on you. Finger on the trigger. That's right. Now, shoot her. Alter, du kranker Hurensohn! Ich schieß niemals auf einen Hund. Ich schieß auf keinen scheiß Hund. You little runt of a boy. And stupid to boot in that brick head of yours. Tja, musst mich killen, Alter. Ich knall den Hund nicht ab. Shoot her! Never. Ich werde den Hund nicht töten. Mieser Bastard! You are so feeble, just like your mother. Oh, Scheiße! Just remember, my boy. It will end better than it began. Who is that? Is that me? Is that me? Ah!
Alter, meine Beine. Ein Wunder, dass ich überhaupt eben gerade stehen konnte. Wie lange war ich weg? Wir haben 1961. Mein Penis ist aber noch dran, oder? Mein Penis ist hoffentlich immer noch dran. Ich weiß es nicht. Was ist das hier? Ich hatte irgendwas an meinem Unterbauch. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich alles verloren habe. Und wo zur Hölle bin ich? Auf dem scheiß Boot? Das ist definitiv ein Boot. Wenn ich mir das hier alles so anschaue. Hey du! It's you. Take this. They're looking for you. Oh shit! Here they come. Oh fuck. Ich bin bereit, mehr oder weniger. Komme ich hier rüber? Das ist keine Rampe. Dieses Boot ist nicht behindertengerecht. Du bist tot, ja, Kumpel? You boat now, Nazi. You ain't getting it back. Oh ja, das Boot, das wir geklaut haben im ersten Teil, natürlich. Ich habe nur 50 Leben, Freunde. Ich lasse mich hier auf keinen Fall ficken. Ich bin vielleicht im Rollstuhl. Aber ich bin trotzdem harter Hund. Ich bin BJ Blazkowicz. Ich muss jetzt schon sagen, das Feeling in dem Spiel kommt einfach besser rüber im Englischen. Ich kann es nicht abstreiten. Es ist einfach so. Ich bin zwar ein großer Fan der deutschen Synchro, aber es geht einfach viel, viel Feeling verloren, wenn man das nicht im Englischen spielt. Und mein Vater war so ein elender Bastard. Oh Gott, was kann ich alles einsammeln? 1000 Sachen. So, ich habe ein bisschen mehr Leben, auch wenn mir das Leben hier gerade wieder abgezogen wird. Alles klar, Vorsicht, Buddy. Vorsicht. Wie es scheint, können wir im Moment nur auf 50, aber ich kann Rüstung mitnehmen. Boah, die Steuerung ist ja super empfindlich. Muss ich vielleicht nochmal umstellen. Keine Ahnung, ob ich das so hinbekomme. Was haben wir hier drüben? Was ist das hier? Dokumente? Alles klar, wir müssen alles mitnehmen. Oh, fuck. Treppen. Das Einzige, was mich stoppen kann. Ich find's halt so geil, dass die Nazis halt wirklich Deutsch reden und auch noch verschiedene Dialekte haben. Das ist halt irgendwie das Coole. Scheiße, Treppen, no! Oh, okay. Oh, warte mal, hier drüben sehe ich aber was. Wie komme ich da hin? Da ist irgend so ein leckeres Brötchen. Keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. Von der anderen Seite, das will ich jetzt noch wissen. Ah, der Rollstuhl. Was ein Sargnagel. Okay, geht's da hinten irgendwie durch? Vielleicht kommen wir auch später da nochmal hin. Ich habe keinen Durchgang gesehen. Na gut. Wir können sogar hier sprinten. Hui! Alles klar, dann gehen wir mal hoch. Gute deutsche Qualitätsarbeit. Ein solides Boot. Da ist er! Ha, kugelsicher. Pech. What the fuck? Stop! Blazkowicz! Freeze! Do not move a muscle until I say it's okay, alright? Ach du Scheiße. Don't even pass wind. The microwave will turn you into mush. You don't want to be mush. Ich will kein Musch sein. Musch ist jiddelig, oder? Wait, okay, now, come to me. Nach heim! Be careful, the floor is very wet. Means the system is working. Come. Der Flur ist nass. Musch! Quick, 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 quick. Ah, there we go. One, two, three. Now, Mr. Blazkowicz, I'm very happy to see you awake. Not so happy Anya, to see you out of bed. Where is she? Last time I saw her, she was with Caroline defending the cell platform elevator.
Then point me in that direction, sir. Ingele, you know how long you've been in bed? 5 months. Your body is broken. You understand? Your kidneys are failing. You might have difficulties to urinate, to use your Schmeckel, to do many no other things. No time for this. Just tell me. Verdammt, mein Schmeckel ist beschädigt. Frau Ingele. She's been hunting for you. She's been moving heaven and earth, and today she found you. Nazis breached the U-boat. Many wounded, many dead. I was separated from the others. I have to go. No. No, Hackman is them Chinese. I told you no. Set, help me find the sail platform elevator. You are such an auction. You are such an auction. Okay. Now, there are many Nazis between here and the sail platform elevator, but I set several traps. I didn't have the time to activate them, but look at this. This is a map for to show you where the traps are. Put them to good use from the active fascist. Okay, be sure careful. You go. Try not to get killed, if you don't mind. Off you go. Ist einfach nur super. From no angle. You're hunting me. Oh. Cut that backwards, lady. I'm hunting you. Der eine, wie er noch schleichen wollte. Oh, der hat's nicht gecheckt, ne? Er hat, ah, das meine ich. Schmeckler. Dein Schmeckle ist beschädigt. Blaskowitz, kann ich messern? Der Rollstuhlmörder. Terror Billy. Ich hab sein Hirn auf meinen Schuh. Oh, ich schaff das nicht. Ich sag ja, das Spiel muss man im Englischen spielen, das geht nicht anders. Gott. Caroline, wherever you are, you do what you have to do to keep everyone alive till I get there. Meine Frau ist wahrscheinlich immer noch schwanger, oder? Wie habe ich denn so viel Rüstung verloren? Hatten wir nicht viel, viel mehr Rüstung? War noch immer 10er-Päckchen. 10er-Päckchen Rüstung. Hier können wir wieder die Fallen anstellen. Weiß nicht, am Ende renne ich noch selber rein und werde frittiert, deswegen lassen wir das lieber mal. Denn wie gesagt, mein Schmeckel ist beschädigt. Auch dieses Jiddeln und so, das finde ich einfach so genial in dem Spiel. Ist halt leider zu hart für Generation Stock im Arsch. Kann ich schon verstehen. Toll. Wie es scheint, müssen wir uns hier draufrollen, oder? Da drüben war eine Waffe noch. Im Rollstuhl, Alter. Ich pack's nicht. Oh, das ist super. What the fuck? Oh, fuck. Oh mein Gott. Freunde, man merkt es, das Spiel ist nicht easy. Ich war ja bei Bethesda, hab's angespielt, hab ich auch schon gemerkt, ui, wird knackig. Wird knackig, besonders für so einen alten Konsolenkrüppel wie mich. Hat der weggesteckt, der Dude. Wo ist der andere Kollege? Tod von oben! Komm schon! Okay, diesmal haben wir es hinbekommen. Mieser Nazi-Wichser. Naja, im Moment bin ich halt ziemlich angeschlagen. Aber es wird besser, ne? Später haben wir auch so einen coolen Anzug. Ich überroll die Nazis. Ah, aber Blaskowitz ist ein harter Hund, ne? Der gibt nicht auf. Kennt da nix, der Bubi-Boy. Hier reinrollen, oder? Ah, hier drüben drauf. Alles klar. Ist da jemand? Da ist niemand. Wahrscheinlich muss ich mit denen hier spielen. Machen wir es mal an. Der Nazi-Frittierer.
Der Nazi-Frittierer Futura. Was ist das? Es ist Blazkowicz in einem Rollstuhl. Ist das Ding jetzt an? Keine Ahnung. Ja, ist an. Ist an. Ob das so klug war, die Dinge anzumachen? Ey, Nazi, wie geht's dir? Nazi-Bube, bist du tot? Gott, Vorsicht. Schrei für mich, Junge, schrei für mich. Okay, wir machen es lieber aus. Gut. Ist mir irgendwie gerade ein bisschen zu heiß. Wow. Okay. Rollstuhl Billy wird überleben. Auch dieses gebrochene Englisch und so, das ist einfach so geil, dieses Denglisch. Der Nazi Denglisch. Okay, verbrenne ich mich hier oder so? Einfach mal hier durch. Hot Steam. Wow. Oh, Kacke. Sag mir, dass er tot ist. Das war gut. Back in the saddle, old man. Ignore the pain. Find a way to reverse the belt and get up to the sail platform elevator. Alter, das Spiel ist ja ultra blutig. Alter, hier sind ja nur noch Brocken. Terror, Billy. Rüstung wäre gut. Wo bin ich denn jetzt? Ich habe keine Orientierung. Orientierung wie eine Kartoffel. Der wahnsinnige Terror Billy. Hunderte. Auch Freunde von mir. Ein Untermensch. Der reinrassige deutsche Soldat. Nein. Da gibst du ihm aber zu viel Ehre. Hoffen wir, dass er nicht herkommt. Ich sag's nur. Und ich sag nur, komm und zeig, was du kannst, Terror Billy. Alles klar, okay. Sei still. Meine Cousine Anke musste nach einem seiner Massaker sauber machen. Hatte wochenlang Albträume. Anke. Das klingt schon so schwächlich. Anke. Ah, genau. Wie kann man dieses Spiel zensiert spielen? Das ist doch einfach... keine Ahnung. Geht mir nicht in den Kopf rein. Wie kann man dieses Spiel bitteschön zensiert spielen? Die Animation. Oh, ich hau mich weg. Oh, oh. Alles klar, jetzt geht's wieder rund. Terror Billy in the house. Für Anke, damit sie was zum Putzen hat. Wisst ihr Bescheid? Weg. Aus dem Weg. Ist der eine noch am Leben oder was macht der da unten? Sammeln sich da irgendwie die Nazis? Wer ist jetzt tot? Wer lebt noch? Bitte Hand heben. Ich habe gehört, in der unzensierten Version gibt es auch Hitler. Allein schon wieder ein Grund, es zu spielen. Ich traue mich irgendwie gar nicht so wirklich reinzurennen. Ich spiele sehr, sehr vorsichtig. Ich sitze im Rollstuhl, Freunde. Do or die, oder? Oh, was haben wir hier? Alright. Wir müssen hier hin, wie es scheint.
up we go. Alles klar, wohin? Munition habe ich genug. Alle tot. Einfach alle tot. Bin ich von hier nicht gekommen? Ja, von hier bin ich gekommen. Warte mal, warte mal. Hier war ich noch nicht, oder? Moment, stopp. Was ist das hier drüben? Der Aufzug. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, wo richtig, wo falsch ist. Ah, fuck, wo findet man so Frauen, die für einen töten und sowas Schönes sagen wie geh von meinem Mann runter? Anya. William, I prayed for you to wake up. I'm a burden. Don't be stupid. Okay. Let's get you up. You've gotten so fat. Seth says we're having twins. Not now, Kinderlach. If we survive, you'll have enough time for Schmuserei. Now, let's get you outside. Onto the deck. Onto the deck. Hold on, William. Skate, Max! Skate! Shoot! Shoot! You shoot good, Max! Smile! Junge mit einer Waffe. Loslassen! Loslassen! Sigrun, warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ah, das weißt du nicht? Dieter, abführen zum Verhör! Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht und deine Diät nicht eingehalten. Vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines... Du dumme Kuh! Du bist eine Schande für deine Rasse! Und für deine Familie! Was werden die Leute sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Eine Generalstochter! Was für eine Schande! Los, Wange halten! Du bist nicht mal eine Backpfanne wert! Er ist da oben. Da bin ich mir sicher. Alle Marsch nach drinnen! Ja, Mutter. Los, rein, Männer. Ich lock ihn raus. Megafon. I'm aggressive! The terrorist and murderer! William! Joseph! Blaskovich! Also known as Turban! I'm willing to spare the life of everyone! If you surrender, the doors are open. Come alone. Looks like I got called out. Don't go in there, William. Oh, they have our people. She trapped our vessel, Anishka. What can we do? You're right, Ingola. We'll have to somehow release our U-boat once you're up there. I can't lose you.
You're weak, William. You're in no shape to fight. I'll find a way. Isa! Isa! You going to run us over with your little wheelchair? Up. Oh, fuck. You think your hero, William Joseph Blaskovich? Siehst gut aus, echt? Sieht ihn wow. Auf, den Krüppel! Hab gedacht, es wäre schlimmer. Let me tell you, you're not. Only the degenerate rats of the slum admire you. The filthy dregs festering in the ghetto. But once they see you, this will change. I shall put you on international television. Look, everybody. is this how a hero looks like? Ja! Everyone will see what a useless joke you are. Danke. Haben wir gelacht. Dankeschön. Oh. Sie sind am Krankenhof. Echt jetzt? Bow your head. Don't be silly. The resistance does not bow. Oh, komm schon. Mutter! Sigun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie... Bitte, du hast gesagt! Du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker! Und was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons... Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast. Du willst sie befreien? Gut. Nimm! Nimm! Mach schon. Befrei ihren Kopf von ihren Schultern. Du hast mein Tagebuch gelesen. Lenk dich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Los, los! Los! Don't do it, girl! Sag zu! Ich kann nicht, Mutter. Mach schon! Nein! Ich kann das nicht! Ein Tagebuch mit Perversion und verräterischen Worten vollschmieren. Das kannst du! Einige davon waren sogar auf Englisch! Seite für Seite! Ergießt sich dein widerwärtiger Geist! Du aufgehst wie eine dicke, fette Seekuh! Verstehst du nicht, in was für eine Lage du mich bringst? Ich bin verpflichtet, das zu melden! Du hattest kein Recht, es zu lesen! Caroline Becker, Leader of the Chrysler Circle. The criminal. Mastermind. Never give up, Blaskovich. Never give in to these people. I think not. I think... you're just another... Oh, fuck. Habt ihr das gesehen? Oh, scheiße. Jesus Christ, fuck me. Übermacht den Meister!
moment she was here, and now she's gone. Were these eyes ever filled with a lover's gaze? Do you think? Kiss, kiss, kiss. Try! Das ist nicht komisch. Oh, willst du auch ein Küsschen, wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast, auf deine dicken, fetten Wangen? Oder vielleicht lieber hier unten, ha? Oh. Zwing mich nicht, zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. Bringt ihn her! Also an old friend of yours? I'll kill you. Mutter, oh. Bitte hör auf, es reicht! Aus dem Weg! Ja. Nein! Ah. Oh, Scheiße! Vasco, schieß ab! Oh, fuck, fuck! Oh, fuck. Alter, er hat seinen Arm verloren. Normalerweise müsste der bluten wie Sau. Der müsste bluten wie Sau. Da kommt ja kein Tropfen raus. Wie kann das sein? Das ist mein Tagebuch. Deins. Ferg? Wie machst du das, Ferg? Meditation? Da kommt eh nichts raus, Ferg. Den Gürtel kannst du dir sparen. You're right, Blasco. I've been better. I think I got the blood stopped now. Give me. Da kam ja nichts raus. Blow your brains out right fucking now. Real slow, like a little disoriented on account of the blood loss. I can help you. I can give you information. Military secrets. I can tell you how to release your U-boat. Also, the escape pods over there. I know the codes to open them. Wait. How do we release our U-boat? The door that leads to the controller bay. The electromagnetic tractor arms. You can deactivate them from there, and that will release your U-boat. Can you open that door then? Yes. All right, Blasco. Head on in there. Locate the controller bay and release our U-boat. Don't think. I'm sorry about your friend. Shut up, Blas. All right. Es geht mir besser. Carolina, tut mir leid. Gotta respect a guy who can lose his arm and soldier on like it's nothing. Ja, der ist echt ein Mann. Also Respekt, ne? Also, wenn ich meinen Arm verlieren würde, ich würde wahrscheinlich heulen wie ein Mädel. Oh, eine gute alte Nazi-Axt. And a Nazi. Okay. Seid ihr da? Specky? Ferg? Ja. Takedown können wir doch schon. Wheelie Man konnte takedownen! Oh, meine Fresse! Da wird aber echt nicht gegeizt mit der Suppe, ha? Huh? Alter, das Spiel ist ultra gut. Das Spiel ist ultra gut. Before you go upstairs, please watch over our people while I get this done. Okay, wir haben eine Pistole. Oh, maximale Rüstung. Nice. Haben wir sowas wie eine Taschenlampe? Ich glaube nicht, ne? Wie wähle ich? Hier drüben. Gib mir mal hier das Baby. Ach, es gibt wieder diese Signale. I remember this from the last... Like they taught us back in boot camp. Take out the commanders first. From the last Wolfenstein... Krank. Kommandant Mannheimer! Kommandant Mannheimer! Hören Sie mich! Mannheimer ist tot! Scheiße. Mannheimer. Was ist? Wie komme ich denn da runter? Kann ich hier was machen? Bestimmt, oder? Aber dann habe ich ein Problem.
Nehmen wir lieber den offiziellen Nazi-Weg. Warte mal, hier steht doch einer, oder? Ah, nee, das ist eine Kamera, was hier ist, glaube ich. Oi, vorsichtig. Franz! You have to die, Franz! You have to die! It's the best for you! Was denn? Was zum? Ich bin nur ein Mülleimer. Der sieht mich echt nicht? Mannheimer ist tot. Schulz, jetzt sind Sie dran. So, kein Alarm mehr. Tolle Kill-Animation. Ihr seid ein bisschen blind, oder? Also. Eigentlich müsste es durch sein. Bist du tot da hinten? Guter Junge. Guter Junge. So, ich kann mich frei bewegen. Dann nehme ich hier erstmal ein bisschen Heilung mit. Woher kommt der jetzt? Ich glaube, da hinten war noch einer, oder? Alter, wie schnell meine Lebensenergie weg ist. Mannheimer! Mein Vater kommt aus Mannheim. Sieh gut, Old Mannheim. Oh, was haben wir hier? Irgendeine Notiz. Odin. Automated Security System. Und eine Zeitung. Die neue Wahrheit. In Roswell. Interessant. Roswell. Okay, hier müssen wir durch. Ist hier drüben noch irgendwas? Is something there? Was haben wir hier Schönes? Was ist das? Granaten? Oh, sexy. Stuttgart Girls sind immer für dich da. Ach, aus dem ersten Teil. Das Lied habe ich mir so oft angehört. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Text geht. Stuttgart Girls sind immer für dich da. Was immer sie auch machen. Und sie lieben dich immer, ist doch klar. Stuttgart Girls. Ich weiß nicht mehr, muss ich mir nochmal anhören. Das Lied war aber echt der Hit. Der hat ja so eine ganze Schlager-CD beim ersten Teil. War super. Moment, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Diesen Hebel gedrückt. Das hier ist neu. Und jetzt soll ich dagegen Granate reinwerfen. Granate werfen. So, was war das? Das war doch ein Babybärl und keine Granate. Got myself a new exit. Achtung, Explosion in der Hangarluft. Sicherheitspersonal im Bereich unverzüglich untersuchen. Wow. Alter, ich habe eben gerade einen Babybell da unten reingeschleudert. Uah. Für die Stuttgart Girls. Oh, fuck. Guck mal hier, ein Babybell. Scheiße, Mann. Wow, 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 ich will hier nicht drauf gehen. Weg, 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 weg. Zum Glück habe ich Rüstung. Habe ich noch eine? Die ist ja richtig weggeflogen. Wie konnte der das überleben? Ganz ehrlich. Oh, ich habe keine Rüstung mehr. Wenn die Rüstung weg ist, gehe ich hier super schnell down. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Boah, die hauen rein. Die Jungs hier machen ernst, ha? Huh? Holy shit. Komm schon, Alter.
sind noch mehr von denen. Boah, ich brauche Munition, ich brauche Lebensenergie. Kriege ich irgendwo ein bisschen Lebensenergie? Ich gehe mal hier hoch. Rüstung, nice, 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 nice. Noch mehr Rüstung. Alles klar, hier ist en masse Stuff. Wow, 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 wow. Wer? Wo? Was? Wie? Na. Mannheimer, bist du es? Hier ist immer alles so benebelt. Man sieht gar nicht alles. Enigma Code, was ist los? Caroline. I'm hurting. Will you lend me your wings? Hey, hey, jetzt mal ganz easy, Kumpel. Ja, dir geht's gut. Kack mir jetzt ja nicht ab, Kumpel. Was ist das hier oben? Pistolenmunition. Großer Fehler, Alter. Großer Fehler. Was ist denn da hinten los? Der Tesla-Raum? Fuck it! That's it. Controller Bay. Zeit, die Party zu sprengen. Freunde, ich glaube, hier beenden wir mal die Folge. Es wird spannend in der nächsten. Und ja, die war jetzt extra lang, so als Start. Ich hoffe, ihr freut euch. Es wird bestimmt ein ultra geiles Let's Play. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Bewerten nicht vergessen und tschüss!